Ja, bitte nicht ganz genau, so ganz genau hingucken. Ich sehe noch etwas fertig aus. Ja, heute soll es wieder einen neuen Family-Vlog geben. Ich nehme euch heute wieder einen Tag über mit. Und ja, guten Morgen ist im Übrigen auch mal wieder etwas übertrieben, weil wir haben es 11:45 Uhr. Ja, ich war gerade schon mal duschen. Ja, ich bin schon mal wieder sauber. Nur Haare waschen ist noch nicht geworden, weil der Kleine jetzt gerade wieder ein bisschen rumgemeckert hat. Und deshalb muss ich das noch extra machen. Genau. Aber zumindest fühle ich mich wieder sauber, weil wir hatten heute schon einen kleinen Weltuntergang. wir haben ja im Moment so ein bisschen Probleme mit dem Kacken beim Kleinen. Also so von allein funktioniert es nicht ganz so gut. Deshalb geben wir im Moment, versuchen wir es nur jeden zweiten Tag, weil er quält sich jetzt auch nicht so wahnsinnig. Also es ist jetzt wirklich, ist nicht so, dass er deswegen wahnsinnig schreit, weil er nicht kacken kann oder so. Aber so ja, nach 2 Tagen sagen wir dann immer, okay, geben wir jetzt mal ein Kümmelzöpfchen. Das funktioniert dann auch immer sehr gut. Ja, mein Baby, alles gut, Mama ist doch hier. Das funktioniert auch immer sehr gut. Zu gut, wie wir heute wieder feststellen mussten. Ich hatte ihm heute früh dann eins gegeben und ja, hatte ihn gerade frisch gewaschen und neue Sachen angezogen und halt für den Tag fertig gemacht. Und dann dauerte es keine 10 Minuten, dann machte es groß in der Windel. Und Mama ist fast umgefallen. Und dann haben wir den kleinen Mann ausgepackt und ja, das war der Moment. Also ich bin eigentlich nicht so zimperlich. Da ist mein Mann schlimmer. Aber in dem Moment dachte ich mir, okay, wo ist die Brechschüssel? Nein, also es war wirklich, er war komplett von Obis und mit Kacke vollgeschmiert. Jo, mein Baby. Da liegt er. Jo. Drückt's wieder ein bisschen im Bäuchel. Ich nehme ihn mal kurz zu mir. So, jetzt ist der kleine Mann bei mir. Ne, bei Mama ist schön. So einfach irgendwo rumliegen ist doof. Im Moment ist das sowieso so ein bisschen, dass wir ganz viel bei Mama oder bei Papa sein müssen. Ne? Meine Hebamme meinte, das kann so der erste kleine Wachstumsschub sein. Der große kommt ja erst noch, so der Entwicklungsschub. Aber so der erste kleine kann das schon sein, dass wir so ein bisschen anhänglich sind. So, was steht bei uns ansonsten heute noch auf dem Plan? Nicht allzu viel, ich muss unbedingt die Wohnung irgendwie in Schuss bringen, weil hier sieht's aus. Ich bin irgendwie zu nichts gekommen die letzten Tage, weil irgendwie der kleine Mann meine volle Aufmerksamkeit wollte. Aber dann bleibt halt mal was liegen. Ja, ich habe immer nur das Nötigste, halt Flaschen abgewaschen und den Wickeltisch wieder in Ordnung gebracht. Ne? Solche Sachen. Wir müssen unbedingt Wäsche waschen. Du hast nicht schon wieder einen ganz großen Wäschehaufen fabriziert, mein Spatz? Und Mama und Papa haben auch kaum noch Sachen im Schrank. Ist auch ganz wichtig. Ja, und ansonsten aus der Mama einen Menschen machen. Ach, und ich habe gestern Abend schon angefangen, weil die Steuernummer von dem Kleinen jetzt da ist und alles. Und deshalb wir jetzt die ganzen Anträge und so jetzt alles fertig machen können. Das habe ich gestern Abend schon angefangen und mir fehlen noch 2, 3 Sachen von meinem Mann für den Elterngeldantrag. Aber das ist ja auch alles. Genau, das müssen wir heute noch fertig machen. Die Anmeldung für die Krankenkasse hat der Papa jetzt schon mitgenommen für dich. Das haben wir ja telefonisch schon gemacht, aber das Formular mussten wir jetzt noch ausfüllen. Das haben wir erledigt. Das geht heute in die Post. Kindergeld ist beantragt. Ne? Wir waren schon fleißig. Komm mal her zu Mama. So, Beine schön anhocken. Wir sind im Übrigen die Woche auch schon 2 Wochen alt. Ja, seit Montag. Heute ist übrigens Dienstag, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Genau. Wir werden bestimmt auch noch ein bisschen rausgehen, wenn das Wetter durchhält, weil es ist immer so sehr wechselhaft. Mal sieht es aus wie strahlender Sonnenschein und im nächsten Moment sieht es aus wie die Welt geht gleich unter. Ja.
Der schläft gar nicht. Bist du niedlich? Und dann verratet mir bitte, wie man so zu irgendwas kommen soll. Kommt man nicht. Und dann sitzt man halt den halben Tag auf der Couch oder im Bett und hat das Kind auf der Brust. Aber wie gesagt, wenn er das braucht, dann braucht er das und dann bekommt er das definitiv auch. Und ja, auch wenn meine Oma mal sagt, du verwöhnst das Kind. Aber weil im Endeffekt, man kann in dem Alter ja ein Kind nur noch nicht, nun wirklich noch nicht verwöhnen. Und ich bin ja froh, dass er das so ziemlich deutlich auch zeigt, was er braucht. Und wenn er meine Nähe braucht, dann bekommt er meine Nähe oder die vom Papa halt. Und ja, so ist das. Ne, mein Schatz? Gut, wir kuscheln jetzt noch ein bisschen und ich melde mich dann, wenn ich irgendwann mal wieder was tue, was eventuell irgendwie ein bisschen interessant sein könnte. So, ja, wie ihr seht, ich habe mal Haare gewaschen. Wir haben es auch mittlerweile, ich glaube, 2:30. Also ich habe mich jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemeldet. Und ja, ich habe es jetzt erst geschafft, mir die Haare zu waschen, weil mein Kind ist halt irgendwie sehr mamabedürftig. Und alleine liegen, nee, ganz doof. Und ja, jetzt schläft er aber, Gott sei Dank, tief und fest. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um, wie gesagt, Haare waschen. Und jetzt werde ich mal das Chaos hier beseitigen. Einfach nur fix Betten machen, damit wenigstens das erledigt ist. Wie macht ihr das eigentlich? Also, weil wenn ich Betten mache, ich versuche dann immer die Matratze vom Kleinen, also vom Bett von dem Zwerg, ein bisschen auszulüften und hochkant zu stellen über den Tag. Weil wir uns das wirklich auch angewöhnt haben, dass wir ihn über den Tag nicht ins Bett legen, sondern eher drüben in der Stube, entweder halt auf der Couch oder in seinem Körbchen, was wir da hängen haben, oder wo auch immer, oder auf meinem Arm oder auf meiner Brust schläft. Einfach das so ein bisschen, das Schlafzimmer wollen wir so ein bisschen für die Nacht einfach lassen, dass er weiß, okay, jetzt geht's in, also jetzt ist es wahrscheinlich ein bisschen früh, aber einfach, dass das langfristig auch für ihn klar ist, okay, wenn es in das Bett geht, dann heißt es Nacht. Ja. Und ich habe irgendwo gelesen, man kann das schon relativ früh anfangen, dann ist es dann einfach auch nicht mehr so schwierig fürs Kind, das sich umzugewöhnen. Und eigentlich klappt das dann auch mit abends ganz gut. Also, wo er drüben dann, wenn er abends noch drüben liegt, schon noch nicht so einen tiefen Schlaf hat, hier kommt er dann wirklich in diesen tiefen Schlaf und das ist, denke ich, ganz gut. Genau, so, naja, dann werde ich ihm jetzt mal ganz schnell aufräumen, also zumindest Bett machen und die paar Klamotten, die hier noch rumliegen. So, ich mache jetzt hier mal was, damit bevor der Kleine aufwacht, weil eigentlich kommt er erst in. Lasst mich gucken. Oh, in einer Stunde circa ist er wieder dran mit Essen. Mal gucken, ob er von alleine kommt oder ob ich ihn wecken muss. Das haben wir nicht auch manchmal, aber über den Tag wecke ich ihn dann wirklich nach den 4 Stunden und dass er dann etwas trinken sollte, damit er uns nicht die Nacht zum Tag macht. Falls ihr euch gerade wundert, warum ich gerade auf mein Handy dazu geguckt habe, ich habe so eine ganz tolle App, wie ich finde. Baby Plus nennt die sich. Meine Schwangerschafts-App hatte die mir als Folge-App sozusagen vorgeschlagen. Hat auch, glaube ich, 2 Euro irgendwas gekostet im App Store. Ich habe im Übrigen iPhone, also für Android weiß ich nicht. Also im Endeffekt, das ist halt der Startbildschirm und dann hat man hier halt die Möglichkeit, die Mahlzeiten einzugeben, den Schlafrhythmus, die Windel. Dann hat man hier so Entwicklungssachen, Meilensteine kann man eingeben, dann halt die Gewichtskurve und so weiter. Also es ist ganz cool, wenn man jetzt hier zum Beispiel auf letzte Mahlzeit, das ist jetzt die Woche, wir haben jetzt erst Dienstag, letzte Woche war es halt hier. Und dann kann man sich auch noch die Liste anzeigen lassen und dann sieht man halt genau, wann, zu welcher Uhrzeit, wie viel getrunken wurde. Und genau, beziehungsweise halt auch bei der Windel kann man halt hier auch, gelb ist immer nur Urin, dann so hellbraun ist beides und wenn er halt nur gekackert hat, kann man halt auch nur Stuhl und das steht dann halt auch hier und dann hat man hier auch wieder die Listen. Genau, so, und hier unten ist halt wirklich diese, das ist jetzt Gewichtskurve, da kann man halt auch sehen, ob man im Durchschnitt liegt oder ob man drüber und diese Perzentilen, wie das da, unsere liegt da ein bisschen
oberhalb. Kleiner, schwerer Mann. Und das gleiche gibt es dann halt auch noch für die Größe und für den Kopfumfang. Genau. So, und dann hier unten hat man halt, kann man auch noch ein Jahrbuch erstellen. Denn hier ist halt so Wachstum, Mahlzeit, das habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Meilensteine kann man dann hier, dann zeigt es halt hier an, mit welcher Woche die dann was circa können. Oder hier oben hätten wir dann auch noch soziale Eigenschaften. Genau. Und was ich ganz cool finde noch, wenn dann das Zahnen losgeht, hat man hier halt auch die Möglichkeit, dann einzutragen, wenn ich jetzt auf Arthur gehe, wann jetzt zum Beispiel der Zahn gekommen ist. Und dann kann man das halt anzeigen, wann was dazugekommen ist. Genau, dann hat man hier noch so Ratgeber, Entwicklungsschritte, also dann zeigt es auch für jede Woche so, was in der Woche passiert an. Ratgeber, Stillvideos, ach, alles mögliche, Rückbildungsübungen. Und hier hinten hat man dann nochmal Schlaflieder und Rauschtöne. Welche Medikamente das Kind nehmen muss, kann man hier eintragen. Oder Impfprotokoll, wann welche Impfung gegeben wurde, Arztbesuche und halt auch zum Beispiel mein Gewicht. Das war jetzt das Letzte, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich müsste mich mal wieder auf die Waage stellen. Genau, also das sind so Sachen. Ich finde die App eigentlich ganz cool. Und da trage ich das halt immer alles ein, weil zum Beispiel meine Hebamme halt auch gerne ein bisschen Überblick haben möchte, wie der Kleine trinkt und wann er was trinkt. Und auch gerade mit dem, dass er halt nicht so gut kackern kann im Moment, dass wir da ein bisschen Überblick haben. Dass er da nicht irgendwie, weil wir keinen Überblick haben, 3-4 Tage, ohne dass er kackern war, da liegt, nicht? Nee, und gerade so als Neumami ist das, glaube ich, auch ganz gut, so ein bisschen Überblick zu haben, um dann auch das eigene Gefühl ein bisschen besser zu schulen. Haben wir es geschafft, das Schlafzimmer zu machen? Und wer meldet sich? Er ist eigentlich noch am Schlafen, aber... Na? Er drückt wieder. Er drückt wieder. Drückt es im Bäuchel. Oder haben wir etwa wirklich mal... Nee. Gekackert haben wir nicht. Aber es drückt ein bisschen. Wenigstens Bad und Schlafzimmer sind ordentlich. Und ich bin geduscht, habe Haare gewaschen, habe Zähne geputzt, habe mir das Gesicht gewaschen. Das ist doch schon mal was. Wickeltisch müsste ich aufräumen. Nach unserem Chaos morgen heute. Mein Kind quietscht. Pups. Och, Mäuse. Oh, Schnulli ist raus. Der Schnulli ist raus, bitteschön. Tja, viel besser, ne? Viel besser. Oh, bei dir kluckert es aber im Bäuchel. Hier kluckert es im Bäuchel. Naja, wir gucken mal. Ich habe auch keine Ahnung, wenn der Papa heute nach Hause kommt, weil er hat sein Telefon zu Hause liegen lassen. Soll ich nicht reden? Soll ich aufhören zu reden? Findest du das ganz doof? Ich glaube, er findet das doof, wenn ich mit euch rede und nicht mit ihm. Ich rede jetzt ein bisschen mit ihm. So! Papa ist da. Papa, willst du mal Hallo sagen? Hallo. So, und wir gehen jetzt eine Runde raus. Kleines, dick eingepackt. Ne? Grinst du? Grinst du, mein Spatz? Ja, genau. Wir gehen jetzt eine Runde raus, einfach nur ein bisschen auf den Hof und hinten rum. Deshalb sind wir auch ein bisschen im Assi-Look, aber das interessiert heute keinen. Ne, mein Spatz? Das interessiert niemanden. So, trägt der Papa dich runter?
Mach doch. Gut. Wir sind gerade eine Runde draußen. Der Kleine ist auch munter. Ich hoffe, die Hunde kommen jetzt hier nicht wieder. Hier sind nicht immer so ganz doofe Hunde, die immer so laut bellen. Bin los, mein Spatz. Hier geht's über Stock und Stein bei uns. Das Wetter ist halt aber auch so, dass man irgendwie es gar nicht abschätzen kann so richtig. Hier. Mal ist es total schön, aber es ist halt auch irgendwie windig und ja, mal gucken. Wir gehen jetzt hier noch ein Stück. Der Papa zupft Unkraut. Wir haben gerade mit der Oma alles abgequatscht für Sonntag. Wenn die ganzen Freunde hierher kommen und zum Baby gucken. So eine kleine Babyparty sozusagen, die die Oma gerade organisiert. Ja, ich muss Gott sei Dank nichts machen. Da haben die ganzen Omas sich schon untereinander gut abgesprochen, wer was macht. Nudelsalat, Kartoffelsalat und so weiter und so fort. Oh, Hutti rausgefallen. Hutti rausgefallen. So. So. Und hier die Mama mit dem Kinderwagen. Es ist immer noch ungewohnt, muss ich sagen, mit dem Kinderwagen hier draußen rumzulaufen. Aber vielleicht seht ihr es, wir haben es halt hinten auch echt schön hier draußen, nicht? Also hier ist nur Feld und Wald und vielleicht, wenn ihr mal hier vorne seht, hier ist es auch noch genauso schön. Ja, das ist Landleben und das ist natürlich auch so angenehm, dass ich nicht jedes Mal irgendwie in die Stadt raus muss, wenn ich mit dem Kleinen mal eine Runde spazieren gehe. Genau. Und jetzt ist er gerade wieder ganz ruhig. Und jetzt blendet die Sonne wieder. Ganz doof. Müsste die Mama wieder hier hingehen. Wir sind jetzt wieder oben. Hoch. Das ist immer ganz schön anstrengend, das Kind hier hochzutragen und so. Aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich einfach noch nicht so hundertprozentig, auch wenn es viel, viel besser geworden ist. Was ich noch in dem Vlog heute sagen wollte. Ich hatte es bei Instagram schon gepostet. Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Also bei YouTube sind wir jetzt, glaube ich, sogar schon bei 111. Und bei Instagram sind wir kurz vor den 100 noch. Aber ich wollte auf jeden Fall ganz, ganz doll Danke dafür sagen, weil, ja, ich habe damit nicht gerechnet. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn jetzt 100 Leute hier in meiner Wohnung stehen würden und das beobachten, was ich hier gerade mache, okay. Ich weiß, dass das für viele, viele YouTuber wahrscheinlich wirklich so 100, die habe ich am Tag, ist. Aber, ja, für mich ist das einfach irgendwie eine, so die ersten 100, das ist so, weiß ich nicht, so eine ganz besondere Zahl. Und ja, ich freue mich so ein bisschen echt wie ein Schnitzel. Ne? Wir freuen uns. Ja. Und deshalb wollte ich ganz, ganz doll Danke dafür sagen. Ja, das Punkt 1. Und Punkt 2. Ich fand das ja so niedlich. Nicht wundern, ich gucke gerade mal ganz kurz in meinem Handy, weil ich einen Namen raussuche. Ich filme einfach irgendwie das ein bisschen mit, was wir hier zu Hause machen, was bei uns los ist. Wie ich meine Schwangerschaft bzw. jetzt halt auch die Geburt erlebt habe. Und ja, ich habe das von Anfang an, also das hatte ich euch ja glaube ich schon mal gesagt, nicht gesehen als wow, ich möchte jetzt unbedingt der wahnsinnig große YouTuber werden und deshalb und bla und hin und her. Sondern für mich war es einfach eher so ein bisschen als so ein Tagebuch gedacht, wo ich auch vielleicht in ein paar Jahren sagen kann, okay, ich gucke mir die Videos nochmal an und fühle mich oder weiß dann einfach auch, was ich in dem Moment gefühlt habe. Und ja, natürlich kann man sich darüber streiten, ob man sowas öffentlich macht oder nicht, aber ich finde es einfach total toll, auch gerade im Moment als frisch gebackene Mami immer mal wieder auch nachfragen zu können, wie ist es bei euch gelaufen oder was habt ihr für Erfahrungen gemacht und da auch wirklich gute Antworten zu bekommen. Und ja. Ja, und jetzt dachte ich mir so, wo ich den einen Kommentar gelesen habe, krass. Ich kann ja den Kommentar mal vorlesen. Fast die 100 Abonnenten, Glückwunsch. Kannst du mich bitte grüßen? Hatte schon lange vor, das zu fragen. Und zwar hat das die Sabrina gefragt. Und ich
finde das ja total niedlich, ne? Ich meine, ich bin ja einfach nur eine Mami, die gerade ein Kind bekommen hat und dann fragt mich jemand Wildfremdes, ob ich sie grüßen kann. Und natürlich möchte ich dich grüßen. Also hier an dieser Stelle ganz, ganz lieben Gruß von mir. Und ich habe mich so gefreut irgendwie darüber, weil ich das total niedlich fand. Und ja. Wer sich übrigens wundert, warum ich ihn immer genau hier hinten hinlege, das ist, er liegt gern hier hinten, weil, ich zeige euch das mal, wir haben hier hinten so einen Glaserker, also der ist zugehangen, damit halt nicht die ganze Nachbarschaft hier reingucken kann. Aber oben ist er halt offen, also nur mit Glas und da ist natürlich immer hell am Tag. Und der Kleine liebt es, da hochzustarren. Er guckt da total gern hin. Und wir hatten jetzt schon das Ding, weil, wie ihr seht, er hat den Kopf halt auch dann immer in die Richtung. Deshalb lege ich ihn jetzt manchmal auch verkehrt rum hin, dass er den Kopf auch ein bisschen in die andere Richtung nimmt. Weil gestern die Hebamme schon meinte, dass die Seite so langsam ein kleines bisschen Andeutung macht, platt zu werden. Und ja, und wenn er aber hier liegt und ich den Kopf auf die andere Seite drehe, dreht er dann automatisch immer wieder Richtung Licht. Und deshalb lege ich ihn dann einfach sozusagen andersrum hin. Und mit dem Kopf jetzt, also wo jetzt die Füße sind, liegt dann der Kopf und dann dreht er sich dann in die andere Richtung, um wieder ins Helle zu gucken. Ja. Haha. Verarscht. Ja, ich sitze irgendwie immer an der gleichen Stelle, wenn ich vlogge. Aber, genau. Was für ein Tag. Es ist nach wie vor nichts geworden in der Wohnung. Und weil der Kleine halt so unruhig ist, ich hatte ihn jetzt gerade eine ganze Zeit lang in der Trage, damit ich wenigstens mal meine Wäsche machen kann und so ein paar Kleinigkeiten. Aber selbst beim Papa ist er halt relativ unruhig. Und ich komme irgendwie zu nichts. Dann war mein Schwiegervater erst gerade noch da. Mit dem haben wir noch ein paar organisatorische Sachen geklärt. Und ja, der Kleine ist so unruhig. Es ist heute kein schöner Tag. Und ich habe auch das Gefühl, das ist der langweiligste Vlog überhaupt, weil heute ist tatsächlich nichts passiert. Och, Baby. Also, ich habe den Vlog heute noch gar nicht beendet. Das würde ich jetzt machen. Ja, wir haben es, ich glaube, 10:30 oder so. Dreiviertel elf. Und Baby möchte nicht schlafen. Baby hat Bauchweh und Papa schleppt Baby im Fliegergriff durch die Wohnung. Ja, das Leben von Eltern, von frisch gebackenen Eltern, läuft noch Fernseher. Und ja, mal gucken, wie lange wir heute noch machen. Ich vermute, das wird eine lange Nacht. Aber gut. Was ist das Gute am Nichtstillen? Ja, das ist kein Wasser, das ist Sekt. Ja, ich stille ja nicht, deshalb habe ich jetzt gesagt, ich gönne mir jetzt ein kleines Glas Sekt. Für ein Sektglas hat es nicht gereicht, aber kann ja mal passieren. Genau, so. Ansonsten würde ich mich jetzt mal von dem, ich glaube, langweiligsten Vlog der Menschheitsgeschichte verabschieden. Aber so ist es eben. Manchmal bleibt man dann eben, es passiert nicht allzu viel, gerade jetzt noch in den ersten Wochen mit Baby. Aber deshalb sagt man ja Family Vlog, Alltagsvlog, wie auch immer. Und das ist halt im Moment unser Alltag. Baby kümmern, Baby kümmern, Baby kümmern. Und wenn Baby Bedürfnis hat, viel zu kuscheln und auf der Couch rumzuliegen, macht man das halt. Genau, die Hälfte von den Sachen, die ich heute eigentlich geplant hatte, ist liegen geblieben. Aber gut, morgen ist auch noch ein Tag. Gut, dann einen wunderschönen Abend noch oder wann auch immer ihr das Video guckt. Vielleicht auch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.